Und weiter geht's. Freunde vom Dead Space und Freunde des Horrors und des blutigen Gemetzels. Ja, wir haben dieses ekelhafte Vieh in der letzten Folge platt gemacht. Es ging besser als erwartet. Komm, jetzt machen wir erstmal die Kisten hier kaputt. Wir holen uns so ein paar Items hier raus. So, sehr gut. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt als nächstes erwartet. Meine Laune ist heute leider nicht ganz so prickelnd, Freunde. Ich bin nebenbei am Lernen und das läuft alles nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Es ist nicht einfach, nach vielen Jahren nochmal wieder zu lernen, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Zocken. Und warten ab, wo uns der Fahrstuhl, der Lastenaufzug, jetzt hinbringt. Wir müssen in diese Richtung. Ich vergesse ja auch immer grundsätzlich, was wir hier so zu tun haben, ne? Ich weiß nicht, was ich gerade von... Und das macht mir am meisten Spaß. Bäm! Das könnten wir eigentlich mal auf ein Monster schießen oder so, ne? Das wäre eigentlich ganz... ganz witzig. What? Was stimmt denn mit euch schon wieder nicht, ey? Ganz ehrlich. Was ist denn das mit dir? Ich hätte vielleicht auch einfach rauftreten können. Ey, boah, was sind denn das für scheiß ekelhafte Viecher? Da kommen bestimmt noch mehrere von. Das finde ich nicht so geil. Wir gehen hier ja eigentlich nur zurück, stelle ich gerade fest. Richtig? Ja. Hier waren wir nämlich schon. Ich verzichte jetzt mal eben aufs Speichern. Hier ist nichts mehr. Okay, zurück. In den nächsten Aufzug. Ja, wohin auch immer. Okay, wir laufen ganz schnell. Das ist das Allerekelhafteste hier. Oh, ist das ekelerregend, ey. Hier liegt noch was. Haben wir das beim letzten Mal vergessen oder was? Keine Ahnung. Oh, das ist das Schlimmste. Das schlimmste Vieh überhaupt. Oh. So spinnenähnliche Scheißdinger. Ich guck mal eben kurz im Shop. So, ich habe unnötigen Ballast verkauft. So, ich habe den Bauch nicht kaputt gemacht. So, hier wird nichts mehr passieren. So, ich glaube, jetzt haben wir das nächste Kapitel schon abgeschlossen. Es geht ja flott voran hier. Ja, tatsächlich, das war schon Kapitel 8.
Suchen und Retten abgeschlossen. Dann folgt jetzt, wie immer, nach dem Abspeichern, das Kapitel Nummer 9, Tod bei Ankunft. Gut. Tod bei Ankunft. Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Okay, unsere Aufgabe wurde hinzugefügt. Hallo, ich bin in die Werkbank. Ich zeige euch mal, ich habe beim letzten Mal nämlich das Stase-Modul geskillt ein bisschen. Hier müssen wir... Oh, das ist doof. Was haben wir denn hier? Die Dauer. Damit wird die Energie um 20 erhöht. Ich finde die Dauer eigentlich geiler. Deswegen werden wir jetzt uns da mal hocharbeiten. Ein Knoten behalten wir wie immer über. Für eine eventuelle Tür. Also ich brauche auf jeden Fall dann ja nochmal so 2 Energieknoten mindestens. So einen Shop brauchen wir noch nicht wieder. Dann begeben wir uns mal... Ach, die Munition brauche ich auch nicht. Auf unser Abenteuer, würde ich sagen. In Kapitel 9, Tod bei Ankunft. Wenn jetzt hier der Energieknoten... Schade. Noch ein Luftkanister. Davon haben wir jetzt relativ viele. Ich glaube 3 Stück oder so. Und, ja. What? Eintritt Schwerelosigkeit. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Ja. Und wie mache ich das? Wie muss ich die dann ins All befördern? Also klar, wie ich die bewege, ist mir klar. Das kann ich mit Chinese tun, aber wo ist hier der Ausgang? Wir sollen erstmal nach unten. Und ich wette, hier werden uns zuerst mal irgendwelche Viecher... Ach so, vielleicht können wir das hier irgendwie aufmachen. Sauerstoff. Haben wir genug? Okay, wir gucken uns das Ganze hier erstmal an. Wir rennen mal eben zur anderen Seite. Irgendwie müssen wir das Ganze hier aufmachen. So viel Sauerstoff. Ich glaube, wir müssen das vielleicht kaputt schießen. Ja, ich weiß, was passiert. Wir schießen das hier auf. Dann muss ich die Dinger ins All befördern. Und zwischendurch muss ich dann halt meinen Sauerstoffvorrat hier an diesen Stationen auffüllen. Genau, Eintritt Vakuum. Werden die vielleicht von alleine hier? Wie soll das funktionieren? Ah! Kleines Drecksstück. Ey, du kleines Drecksstück! Ach, dich will ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. So. Ja, das klappt richtig hervorragend mit... Radioaktives Material entfernt. So, das haben wir auch.
Wir haben aber hier ja noch einige mehr. Es ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Jetzt wird man hier bei seiner Arbeit auch noch behindert. Ich hasse dieses scheiß Kackviecher. Und jetzt stirb endlich, du Drecksstück. Das geht mir richtig auf den Sack hier. Okay. Jetzt reicht's mir mit dir. So. Das nächste. Radioaktives Material entfernt. Ah, da haben wir aber noch mehr. Och Mann, ey, kommt das jetzt jedes Mal nach jedem Ding oder was ist los? Die Schnauze voll von euch behinderten Viechern, ey, ganz im Ernst. Ach mein Gott, ey. Ich baller da jetzt einfach drauf, habe ich keinen Bock zu mit euren Scheißteilen, ey. So. Habe ich jetzt vielleicht Zeit? Sehr gut. Zum Glück komme ich da wenigstens ran. Radioaktives Material entfernt. So. Ah, irgendwo ist doch hier noch einer. Oh, Alter, meine Augen. Komm da nicht ran! Da... Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? So, ich gehe mal dieses Risiko jetzt eben ein. Scheiße. Okay, wir müssen ganz schnell unseren... Ja. So. Ich kann nichts sehen. Ich muss erstmal einfach hier oben an die Decke. Ich glaube, das eine ist gerade nicht ganz reingegangen. Ich habe es aber auch erstmal nur weggefeuert. Radioaktives Material entfernt. So, dann gehen wir wieder runter. Ich glaube, einer müsste jetzt hier irgendwo sich noch aufhalten, wenn ich jetzt wüsste, wo ich den hingeschossen habe, ne? Zumindest können wir hier endlos den Kram auffüllen. Ich weiß es nicht. Ich muss das Ding jetzt suchen, tatsächlich. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Ich habe das jetzt so dumm wahrscheinlich in die Ecke geballert. Zum Glück fallen die eigentlich einigermaßen auf. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Fliegen wir mal auf die andere Seite. Ein bisschen Dings haben wir noch. Zum Glück kommen keine Viecher mehr. Scheiße, Mann. Wo ist das jetzt hin, ey? Ich sehe hier nichts. Tatsächlich. Scheiße. Jetzt habe ich mich hier verirrt. Nein! Ich habe die Orientierung verloren. Scheiße. Vielleicht kann ich mich so mal eben ganz kurz retten. Ende der Schwerelosigkeit. Scheiße. Okay. Gut. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Ich habe folgende Idee. Ah, das war auch einfach bis
bisschen blöde von mir gerade. Dass ich den einen halt irgendwo hingeschossen habe. Dann habe ich meine Orientierung verloren. So, jetzt fliegen wir da mal eben zurück. Achso, jetzt auf einmal kann ich hier so gehen. So. Und dann werden wir nämlich so machen. Und ich hoffe, dass das vielleicht von hier nämlich klappt. Zumindest mit ein paar Dingern. Radioaktives Material entfernt. So, an die anderen Antritt Schwerelosigkeit. Komme ich wahrscheinlich nicht ran. Da bin ich zu weit weg. Okay. Gut, das ist aber nicht so schlimm. Komme ich an den nicht ran? Doch. Radioaktives Material so. Entfernt. Jetzt fliegen wir schnell runter. Jetzt mach doch das hier mal! Mann, ey! Du dummes Drecks-Scheißvieh! Die gehen mir so richtig auf den Sack, ey. Und meine Nase juckt jetzt wie Sau. So. Ey, jetzt haut das Ding wieder ab. Radioaktives Material entfernt. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Scheißegal, wie viel ich hier verballer für dich, du Drecksding. Wie? Ist es nicht reingeflogen? Oh, will das Teil mich verarschen? Oh, komm schon, ey. Muss. Radioaktives Material entfernt. Wieso ist denn da jetzt noch eins? Bitte lass es mich von hier erwischen. Nein, natürlich nicht. Gut, okay. Dann müssen wir uns erst kurz wieder Luft holen. Luft holen, sagte ich. Und tschüss. Sicherheitssperre geöffnet. Okay, was bedeutet das jetzt genau? Ich will hier erstmal hoch, damit ich Überblick habe. Ich glaube, ich muss jetzt da drüben hin, ne? Ja, ich gehe einfach mal da drüben hin. Wahrscheinlich sind unten sowieso wieder irgendwelche Mistdinger. Wow. Okay. Und rein. Oh, ein Segen, ey. Kriege ich jetzt hoffentlich auch wieder. Scheiße, jetzt habe ich fast meine Stase verballert. Krass, ey, was war das denn bitte? Ich habe doch noch einen Stasepack. Moment mal. Außerdem werde ich jetzt die Folge beenden. Ups. So, ich werde die Folge beenden. Was das war, liebe Freunde, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann.